Das Ding ist geisteskrank, oder? Jetzt mal ernsthaft. Leute, wir sind unterwegs, wir sind bei TechHard heute zu Gast und dürfen ein unfassbares Monster fahren, nämlich ihren nagelneuen GT Street R. Das ist für mich, muss ich echt sagen, wahrscheinlich der schönste 992 Turbo S Umbau, den ich kenne. Das ist ein absolutes Megateil. Und wie ihr seht, natürlich ist hier ordentlich was gemacht. Wirklich sehr, sehr viel. Ich glaube, lohnt sich echt mal bei dem Auto ein bisschen im Detail drauf einzugehen, weil hier einfach echt ein Gesamtpaket entstanden ist, das es 87 Mal gibt. Deswegen, weil 87 das Gründungsjahr ist. Kennen wir irgendwoher so ein bisschen auch so eine Philosophie der Stückzahl. Und ja, also alles so, wie es da steht, Farbkombo, unmenschlich. So, lass uns mal ein bisschen so besprechen, was so gemacht wurde an dem Fahrzeug. Ich glaube, das Erste, was auffällt, ist, dass man eigentlich was übernommen hat, was Porsche schon hatte, nämlich beim GT3 die Haube, ne? Hier die Luftauslässe, ist eine komplette Vollcarbon-Haube, die dem natürlich jetzt nachempfunden ist, aber halt jetzt hier auf dem Turbo S drauf, die für mich ja eh schon eigentlich mit die schönste ist. Also das so zu machen, finde ich einen sehr, sehr schlauen Move, da nicht irgendwie sich zu verkünsteln, sondern was zu nehmen, was einfach schon funktioniert. Dann sehen wir auch an der Front, ne? Ihr seht, es ist ultra viel Carbon natürlich, sehr viel gemacht. Hier viel Lufteinlass, ne? Alles sehr wichtig und natürlich auch noch die aktive Aerodynamik, die sehen wir nachher noch, die fährt hier unten raus. Auch das gibt es noch. Und ja, also das ist schon... Das ist so eine Waffe, dieses Auto. Das ist schon eine Waffe. Ich habe das vorhin gesehen, ich bin hier reingekommen und gedacht, boah, leck mich am Arsch. Ja, und man muss echt sagen, also oftmals bei Porsche-Umbauten habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, ah, hättest du dir auch sparen können, lass den Porsche doch so wie er war. Aber hier haben die wirklich ein absolutes Top-Auto gebaut. Das gefällt mir total. Ne? Wir sehen das, es ist im Prinzip, sag ich mal, von der Philosophie ein bisschen das, was wir machen. Ne? Also Carbonteile, die quasi sich ums komplette Fahrzeug drehen und das quasi nochmal so vollenden. Also wir sehen auch hier Carbon-Verbreiterungen, wir sehen den Kotflügeleinsatz, GT Street Air Schriftzug, seitlich ebenfalls. Ne? Das Ganze quasi zieht sich weiter. Hier sehen wir noch ganz dezent das TechHard-Logo mit drin. Also ihr seht schon, einmal quasi die Silhouette mit Carbon bestückt, aber eben auch nicht zu drüber, nicht zu drunter, sondern für meinen Geschmack genau richtig. Es schaut sehr, sehr edel und sehr gut aus. Und dann kommen wir zu dem, was für mich das Highlight ist an dem Auto. Heckflügel oder generell das Heck. Guck mal hier, wir müssen erstmal das Heck im Ganzen anschauen. Schau dir das jetzt mal an. Also das ist schon sehr, sehr sehr frech und sehr sexy, wie er da steht. Also Heck, finde ich, ist noch mal besser. Hat ein paar Spielereien. Erstmal, glaube ich, müssen wir uns mal hier den Heckflügel genauer anschauen. Der ist nämlich ein bisschen etwas nachempfunden. Schau mal hier an. Der hat nämlich Lufteinlässe hier. Das gibt's oder gab es beim 993 GT2. Wir blenden euch mal ein Bild ein. So sah das damals aus. Ist dem quasi nachempfunden. Sorgt dafür, dass die Luft hier einmal durchgeleitet wird und dann zu den Ladeluftkühlern geht. Also noch bessere Kühlung. Und sieht einfach auch crazy aus. Ein bisschen wie so eine Flugzeugturbine, ne? Oder? So, und dann hat man hier... Warte mal, ich muss mal kurz Zündung anmachen, dass wir auch mal das Licht sehen noch. Das gibt dem Ganzen schon auch noch mal einen besseren Touch. Oh. Ich bin so ein Fan von diesem Heck. Unfassbar, oder? So, aber jetzt pass auf, erinnert ihr euch vielleicht noch AMG GT Black Series? Der hat doch diesen Dreifach-Heckflügel, ne? Das Ganze haben wir jetzt hier auch. Achtung, wir können nämlich das Ganze jetzt hier ausfahren und dann schaut das so aus. Ich komme gar nicht mehr drauf. Einfach so ein Triple-Heckflügel, ey. Wie viel Heckflügel willst du? Ja, wie viel Heckflügel willst du? Tech hat so, ja Mann, gib mir alles. Aber, also bombastisch cool, muss man echt sagen. Das ist sehr frech, das ist natürlich sehr extrem auch, aber es schaut wirklich sehr stimmig aus. Und, muss man auch dazu sagen, ist natürlich immer nicht nur Show, sondern es generiert natürlich auch Abtrieb. Ne? Also auch das ist natürlich an der Stelle wichtig, dass man natürlich auch ein Fahrzeug will, das performt. Werden wir gleich noch checken, wenn wir es fahren. Jetzt kommen wir nochmal mit vor, da ist nämlich auch noch was passiert. Normalerweise, ja hier sieht man es jetzt ein bisschen, ne? Da fährt natürlich vorne auch noch ein bisschen aerodynamisch was aus. Auch hier steht dann GT Street. Also auch das ist gebrandet. Ne? Das sind so die kleinen, aber feinen Unterschiede. Ist aber schon sehr, sehr sexy, muss man sagen. Boah, ja. Ja, das kann man auf jeden Fall sehen lassen mit dem Auto.
Auto? Da, ja, kannst du dich sehen lassen. Man muss dazu sagen, kostet 400.000 Euro. Also es ist schon, ne, ungefähr natürlich, je nachdem, was die Basisausstattung des Turbo S ist. Das ist natürlich schon deftig, aber ein Porsche-Kunde, der so viel Geld ausgeben kann und Bock auf sowas hat, der kann sich sowas auch leisten. Ne? In jedem Fall noch eigene Techart-Felgen mit drauf, ne, mit Zentralverschluss. Auch sehr, sehr geil. Das Ganze gibt es auch noch, und das haben wir ja noch nie irgendwo gesehen, mit Aerodiscs. Also ich sehe viele Parallelen, aber ich sehe auch wirklich ein sehr hochwertiges Auto. Man sieht, dass es top verarbeitet ist, dass die Carbon-Teile eine geile Qualität haben. Und das finde ich jetzt immer das A und das O. Ne? Du hast einfach gleich so ein Gefühl von, ist das hochwertiges Tuning oder ist das verbastelt? Und ich finde es hier echt mega. Auch noch ein kleines Detail hinten. Hier haben wir auch noch, schau mal hier rein. Auch nochmal, einfach nur mal, nur ganz wichtig, dass auch nochmal hier versteckt. Das normal ist ja auch aus Plastik. Yes. Hier auch nochmal komplett Carbon mit Schriftzug Power Kit. Denn natürlich haben wir hier auch ordentlich. Oh, geil, auch mit diesem Finnen. Ne? Das macht schon Spaß. Das sieht einfach ultra gut aus. Ultra gut, ne? Allein schon auf und zu machen macht schon Spaß. Ich würde es wenigstens nochmal aufmachen und nochmal zumachen. Abgasanlage haben wir noch nicht erwähnt, die ist natürlich auch nochmal. Die ist auch gemacht und die werden wir auch jetzt gleich abchecken. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, wir machen uns jetzt mal auf den Weg in diesem Fahrzeug. Hauen euch ein paar geile Bilder rein und dann Attacke, Freunde. Ich freue mich richtig. Let's go. Aus dem Dörfle. Aber ich war eigentlich schon mal Sport plus zum Durchtreten, aber machen. Ne? Okay. Junge. Boah, ich hab Junge. Gänsehaut. Ey, Junge. Was passiert? Ist ja bist noch nicht warm genug, gell? Bist du erst noch auf Betriebstemperatur kommen. Boah, geilo Milo. Also was uns gesagt, Sport hat da einen besseren Klang, liegt natürlich daran, dass er die Drehzahl ein bisschen tiefer hält und dann halt so, ne, kommt dieses Bassige. Oh, ja. Richtig, ja. Schön kernig. Motortechnisch, Leute, wurden neue Turbolader verbaut, natürlich auch elektronisch was gemacht. Wir haben 800 PS und 950 Newtonmeter. Das in Kombination natürlich auch mit der Abgasanlage jetzt hier. Also das ist schon, es ist sehr knackig, fühlt sich auf jeden Fall knackig an. Es ist auch ein Öl- und Sportfahrwerk verbaut, das heißt, es ist ein bisschen vom ersten Gefühl her schon ein bisschen straffer. Ne? Etwas härter natürlich auch, also das merkt man, wenn man über die Bodenwellen fährt. Der Turbo S serienmäßig ist ja für meinen Geschmack sehr weich geworden. Jetzt fühlt es sich schon viel mehr racy an, also das kann man auf jeden Fall, glaube ich, sagen an der Stelle. Das ist nicht normal. Heute ist der Tag und heute kündigst, oder? Heute ist es soweit, ja. Boah. Junge. Also es ist wirklich mega. Mega. Wir machen jetzt gleich auf jeden Fall mal Launch Control und mal richtig Autobahn durchtappen. Bevor wir das machen, aber müssen wir noch mal ganz kurz auf jeden Fall über etwas sprechen, und zwar das Interieur an sich. Weil dieses Auto ist ein Gesamtpaket, und zu einem Gesamtpaket gehört eben nicht nur außen
und Leistung und Fahrwerk, sondern eben auch immer mehr das Thema Interieur. Und das sieht man hier wirklich von A bis Z. Ist natürlich alles custom-made, wie man es haben will. Ne? Fängt damit an, dass wir hier, also einfach mal, lass mal die Tür anfangen. Du siehst kein Plastik mehr, du siehst unfassbar viele verschiedene Arten. Du hast Alcantara, du hast hier dieses Vintage-Muster mit drin. Ja. So, hier. Dann hast du hier so eine Steppnaht. Du hast Carbon-Einlagen, also jede Menge, und das zieht sich wirklich durchs ganze Interieur bis nach hinten komplett durch, und es wirkt auch wirklich wie außen extrem hochwertig. Also sind ja auch die Sitze, 87 ist auch so eingestickt. Wo, also, ja, also viele coole Details, auch hier vor dir nochmal hier Nummer 1 von 87, also wir fahren den, das hier ist der erste, den wir jetzt hier fahren. Und auch etwas muss man dazu sagen, Lenkrad. Es ist ein komplett anderes Lenkrad. Also die Form hier ist dicker als das, was man kennt. Das fühlt sich irgendwie, man hat es ein bisschen besser in der Hand einfach. Man spürt das. Ist natürlich auch komplett bezogen. Dazu gibt es auch ein Video. Also wenn ihr im Anschluss das vielleicht noch nicht gesehen habt, wir haben auch ein Video gemacht, wo wir auch ein bisschen gezeigt haben, was hinter den Kulissen bei Techart entsteht. Könnt ihr euch gerne reinziehen. Verlinken wir auch nochmal. Aber jetzt darf man erstmal richtig durch. Und schau mal, was so geht. Unter 205,74. Okay. Aber mal so ein bisschen auf der Ausfahrt raus, ey. Junge, Junge, Junge. Ich sag's euch ehrlich, Leute, es ist ungefähr jedes Mal so, wenn wir hier im Stuttgarter Raum Videos drehen, und die Autobahn ist kackevoll, also wir können es nicht richtig ausfahren. Also 100, 200 haben wir jetzt mit 5,24, aber das Ding hier fährt über 350 km/h. Ja? Also es ist ein Biest, da geht richtig was, Leute. Können wir jetzt leider hier nicht machen, geht einfach nicht, muss man sich dran halten. Egal, jetzt machen wir noch einen Launch. So, jetzt machen wir den ersten 0 auf 100, oder? Das sollte ja, glaube ich, relativ schnell gehen, habe ich so das Gefühl gehabt. Ready? Alright, gib ihm. Okay, das scheppert so ein schnell. Warte, ich will gleich nochmal, Achtung. 3, 2, 1. Checkst du's? Jo, mit 2,5. 2,53, und wir sitzen zu zweit in einem dreiviertel vollgetankten Auto. Mit GoPro. Holy shit. Holy shit. Wow. Das ist echt heftig. Geisteskrank. Senor. Holy shit, ich bin leicht verschwitzt am Rücken.
Ich glaube schon lange kein Auto mehr so. Mir ist das Adrenalin reingepumpt. Der hier, muss man auch mal kurz zeigen, der ist auch geil. Der wird auch noch umgebaut jetzt. Ja. Auch eine wilde Farbe. Drin haben wir auch noch einen gesehen, der war in British Racing Green. Das sah auch echt schick aus. Aber so wie der hier dasteht, also ich muss echt mal wirklich von Herzen ein richtig dickes Kompliment sagen. Nicht nur, dass wir hier auch sehr nett empfangen wurden. Das ist definitiv der beste getunte Porsche, den ich je in den Fingern hatte, mit großem Abstand. Das Ding ist echt geil. Da stimmt vieles, macht unfassbar viel Spaß, fühlt sich gut an, ist hochwertig, geht wie die Hölle. Kompliment. Gut gemacht. Kann man hier noch bestellen, falls ihr wollt. Ne? Techart, Leonberg oder wie auch immer das hier heißt. Oder nicht Leonberg. Bei Stuttgart. Bei, irgendwo da im Ländle halt. Da sind sie alle. Ne? Fahrt so vorbei, bestellt sein, 400k. Zack, passt. Leute, danke fürs Zuschauen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Hoffe euch auch. Hoffe, das Auto gefällt euch. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao. Me, I'm all the way up.